ein frohes neues Jahr! Heute sagen wir euch unsere Erfahrung mit der Planschaft. Wenn ihr auch Lust habt und ein bisschen was erfahren wollt, bleibt dran. Viel Spaß! Okay. Weißt du denn überhaupt, was Plancha heißt? Nein. Okay. Plancha kommt aus dem Spanischen und heißt Eisen. Ah. Also, ne? Eisen im Feuer. Und die Plancha ist über Frankreich jetzt lang nach Deutschland gekommen. Mhm. Vor einiger Zeit. Also auch in Deutschland wird immer häufiger eine Plancha benutzt. Weißt du, wo die Vorteile bei der Plancha sind? Oder kannst du es dir denken? Es topft nicht mehr ins Feuer rein. Ja, das ist richtig. Einmal richtig. Also es verhindert daran, es ist ja wie eine Pfanne aufgebaut, es hat einen Rand, es tropft nichts mehr ins Feuer rein, das heißt, es entstehen keine krebserregenden Gase mehr. Und die sammelt Hitze, also die verteilt die Hitze gleichmäßig, die sammelt die Hitze gleichmäßig und kann die Hitze besser leiten. Dadurch entstehen hohe Temperaturen. Die haben sie eingeölt, um eine Schutzschicht zu machen, eine Patina. Und weißt du, welches Öl wir benutzt haben? Rapsöl. Ja, richtig. Rapsöl ist ein Öl, was einen ziemlich hohen Brennwert hat und also nicht so schnell verbrennt. Auch gut geeignet ist Erdnussöl zum Beispiel, das hat noch einen höheren Brennfaktor, hat allerdings einen Eigengeschmack. Also wenn du dann damit Fleisch machst, hast du immer einen Erdnuss-Eigengeschmack dabei. Leistung. Die Platte ist auch schon drauf. Wir lassen sie jetzt 30 Minuten einbrennen. Unsere Plancha ist Gusseisen. Mhm. Es gibt noch gepresstes Stahl, es gibt noch Edelstahl. Unsere hat eine raue und eine glatte Seite. Mhm. Weißt du, wofür die glatte Seite das erstmal benutzt haben? Für das Toast. Ja, das erste, was wir gemacht haben, war das Monte Cristo Toast. Weißt du noch, wie es war? Ein Frühstück-Toast. Ja, mit zwei Käsesorten, zwei Chinkensorten, mit Ei umwickelt, das war lecker. Ja. Das frische Toast war gut, ne? Ja. Wurde schön angeknuspert von den Seiten, da hatten wir auch noch gutes Wetter. Danach haben wir den Burger gemacht. Weißt du welchen zuerst? Den französischen. Richtig, den französischen Burger hatten wir zuerst gedacht gemacht. Den haben wir auf der flachen Seite auch gemacht. Das war super. Der wurde schön knusprig, er hatte schön Röstaromen. War gut, ne? Ja. Dann haben wir schon den nächsten Burger gemacht. Wir haben Aufkleber. Merchandise.
Danach haben wir den nächsten Burger gemacht und der war richtig, da hat es richtig gekracht bei uns. Ja. Da haben wir den Smashed Skillet Bacon Burger gemacht. Oh, was willst du sagen heute? Nein. Nein, wir haben den leckeren Burger gemacht. Haben wir den vollen Vorteil von der Plansche genommen, durch den Rand, wollte nichts runterlaufen, weißt du warum? Wir haben ein Käsekleid daraus gemacht. Genau, wir hatten ein riesen Käsekleid drauf und haben Eiswürfel draufgelegt, damit dann die Luftfeuchtigkeit erhöht wird. Es wurde zwar nicht immer perfekt, aber einmal ging es. Ja, es war schon ein bisschen kalt draußen. Im Sommer geht das wesentlich einfacher, als das erste Mal, wir haben es einmal getestet. Also im Sommer ging es wesentlich einfacher, weil es wurde einfach heißer. Ja, und das war genau das Problem bei unserem letzten Test. Da haben wir die geriffelte Seite genommen. Weißt du, was wir gemacht haben? Ich glaube, das haben wir gemacht, Magic Dust, das Gewürz getestet. Genau, da haben wir das Gewürz getestet mit zwei Nacken. Und sie haben zwar ganz leicht Farbe gekriegt, wo sie Farbe kriegen sollten, aber ganz leicht. Aber es war einfach zu kalt. Also damit man richtig Röstaroma am Fleisch kriegt, muss die Platte 260 Grad mindestens haben, 290. So eine Platte kann bis 250 erreichen. Und unser Grill hat einfach bei Wind und Wetter keine Chance, diese Temperaturen mehr zu erreichen. Deswegen war das ein Problem. Deswegen sah es nicht so toll aus. Das lag aber nicht an der Platte. Da ist der Grill schuld. Ja. Also, wenn ihr die habt und so benutzt habt wie wir, dann sollte die eigentlich schön schwarz sein inzwischen und eine schöne Patina haben, eine schöne Schutzschicht. Wir reinigen die immer mit Wasser, ein bisschen Spülmittel, mit einem Tuch. Wenn was Rustiges dran bleibt, auch ein bisschen härter rangehen, mit einer Bürste oder so. Und am Ende, was macht man wieder? Es einölen. Richtig, wir haben mit Rapsöl ein bisschen einölen von beiden Seiten. Und dann bildet sich eine Patina. Umso mehr da Patina drauf ist, umso weniger passiert mit der Gussplatte. Da kann eigentlich nichts passieren, außer die fällt runter. Dann kann sie halt kaputt gehen, aber eigentlich durch den Gebrauch geht sie nicht kaputt. Die hat ja auch ein schönes Gewicht. Die Griffe kann man hier schön abnehmen. Dann hat man ein bisschen mehr Platz. Da, wo wir gekauft haben, den Link stellen wir natürlich unten wie immer rein. Da gibt es vier Größen von. Wir haben mit unserem Grill das Problem, der ist ziemlich klein, der hat einen kleinen Raum. Da ist es ja gut, wenn man eine kleine Platte hat, damit man den Grill weiterhin zumachen kann. Aber wie gesagt, die haben auch größere für größere. Wir sind damit sehr zufrieden. Wir werden den jetzt Fisch machen, das heißt, wir werden die flache Seite benutzen, ein bisschen Öl drauf. Immer wenn man die benutzt, nur ein bisschen Öl. Dafür ist er ja extra da, damit man nicht so viel Öl nimmt. Und dann ein bisschen Salz drauf. Durch das Salz bleibt dann auch der Fisch nicht kleben. Oh, wir machen Scampis, besser gesagt, machen wir demnächst mal. Da gibt es ja was Leckeres, was du sehr gerne magst. Da habe ich auch schon eine Idee. Wie gesagt, wir wollen demnächst Fisch drauf machen. Man kann hier auch wunderbar noch ein Ei drauf machen. Oder zum Beispiel Pancakes. Gehen hier auch drauf. Auch da haben wir noch was vor, ne? Wir wollen mal demnächst Pancakes grillen. Wenn ihr Fleisch drauf macht, dann nicht einfach Fleisch drauflegen und warten, bis es von beiden Seiten eine Kruste hat, dann habt ihr eine falsche Kerntemperatur. Macht das Fleisch erst indirekt und dann grillt es auf der Platte zu Ende. Wie findest du die Platte im Ganzen? Gut. War alles lecker bis jetzt, ne? Ja. Ja, wir werden sie weiter benutzen. Also wir empfehlen, wer grillen will, sollte sich eine Platte kaufen. Eine eckige, eine runde, eine große. Je nachdem, wie es passt. Eine winzige. Ja, und das war es eigentlich auch schon wieder von uns heute.
Ihr wart bei? Lauter. And that's Sizzle Zone. Und wenn ihr Lust habt, dann schließt ihr noch ein Abo ab oder ihr macht die Glocke an. Wollen wir noch was machen? Vielleicht auf Instagram, Facebook oder Twitter nachgucken. Da sind wir auch. Da könnt ihr uns schreiben. Wir freuen uns total. Ja, das war's.